So, ihr Lieben, ein kleines Infovideo am Rande von Mittwoch. Mittwochmorgen. Also, geplant war ja Phoenix LC am Freitag zu spielen. No-Go. Und genau, der Roxy ist im Hintergrund, also, ja, ist ja klar, ne? Ist ja, ein Video. Das ist klar. Ja. Wollten wir spielen am Freitag. Genau. Aber so ein großes Logo. Eigentlich bin ich beruhigt. Ne, ich bin ruhig jetzt. Ruhig, genau. Beruhigt euch erstmal wieder. So, wir sagen es ganz sachlich für euch. Wie gesagt, wir haben es heute runtergeladen, alle beide, weil wir, ne, wir bereiten uns ja immer vor, ne? Heiko? Naja, manchmal früher oder später, ja, genau. Wir hatten es halt runtergeladen, damit wir morgen schon mal ein Infovideo machen können für Freitag. Und ich habe es auch entpackt und alles. Und dann wollte ich es ausführen. Und mein liebes Windows 10 Tito hat dann gesagt, nö, du kommst ja nicht rein. Und hat es sofort, sobald ich es ausführen wollte und sobald, also ich habe es noch entpacken können. Ich habe es gestartet und in dem Moment, wo ich es gestartet habe, flog es in den Quarantäneordner rein. Und dann habe ich den Quarantäneordner aufgemacht und wir können euch tatsächlich auch die Datei gerne, wir können euch die Datei auch gerne dann irgendwie bildlich dann zeigen. Also, jetzt habe ich es, ich habe gerade das Bild verschoben hier, ich kann es gerade nicht mehr aufmachen, Entschuldigung. Ja, ein netter kleiner Trojaner ist enthalten in euren lieben Lastchaos. Nicht nur einer. Also bei es mir ist es einer. Also es tut mir leid, es ist nicht nur einer. Es tut mir leid. Keine Ahnung, was ihr da draufgehauen habt. Der Server an sich sieht schön aus. Ja, sieht aber toll aus. Das verbuggt euch einen ganzen PC. Es tut mir leid an Admins, an AGMs und was weiß ich. Euer Server verbuggt den ganzen PC. Und vor allen Dingen, Leute, ganz ehrlich, wir haben uns die ganzen Tage drauf gefreut. Wir haben immer geguckt, ja. Oh, guck mal, noch 4 Tage, noch 3 Tage. Es ist echt enttäuschend jetzt gerade. Ich bin so wirklich echt enttäuscht. Jetzt steht bei mir hier erkannt BHVOR, was auch immer das heißen mag, WIN32, Alarm. Unter Quarantäne, schwerwiegende Quarantäne, unter Quarantäne gestellt, Dateien befinden sich in einem eingeschränkten Bereich, bla bla, wisst ihr ja selber. Und es sind 3 Dateien tatsächlich unter Quarantäne, also nicht nur eine, ja. Ne, sondern es sind 3 Dateien von diesem Ordner unter Quarantäne gestellt. Es ist komplett alles im Quarantäneordner verschwunden. Die NS-Dingsbums da, die NS, ne, dann diese Startdatei, die Exit-Datei selber, also so, Leute. Wenn ihr den Phoenix runterladen wollt, ist eure Entscheidung, aber habt bitte wenigstens ein Virenschutzprogramm drauf, wenn ihr es runterladet. Am besten das 2 Stück. Ja, die das prüfen tun nochmal. Vielleicht ist es auch wirklich von Windows wieder zu hart eingestellt, das mag ja sein. Manchmal ist es ja so, aber ganz ehrlich, eine schwerwiegende Trojanerwarnung nehme ich mit Sicherheit absolut, ne? Für bare Münze, also da brauche ich den Server. Den Server habe ich sofort wieder deinstalliert. Da werde ich auch nicht nochmal versuchen, mein Virenschutzprogramm auszuschalten und meine Firewall auszuschalten, ne? Wie er es immer so schön dann angebt und sagt, ja, mach Virenschutzprogramm aus. Nee, definitiv. Und ich bin eigentlich immer der das machen tut. Aber diesmal war ich so geschockt, wirklich so geschockt. Das hat ja fast meinen ganzen PC geschockt. Nee, den ganzen PC hat's geschockt. Ich weiß nicht. Du also, hattest Probleme, ne? Dann ja, also ja. Ich habe immer Probleme, also mit mir selbst, aber das war mal so ein Ding, das hat mich so... Liebe Admins, ich weiß nicht, oder AGMs, und ich weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. Wir wollen euch nicht unterstellen, also, dass es mit Absicht ja, war. Vielleicht habt ihr euch selber. Vielleicht habt ihr das selber. Ja, vielleicht habt ihr es euch selber mit runtergeladen. Keine Ahnung. Aber ich kann sagen. Vor allen Dingen, wir sind noch eingeladen worden am Sonntag. Wann war das? Samstag oder Sonntag? Ne? Ist noch jemand bei uns im Stream
Ja, Sonntag, ne? genau. Genau. Gewesen, ja, der Phönix läuft jetzt und kommt doch und stellt die, ja, gerne stellen wir den vor, aber nicht, nee, Leute, ganz ehrlich, ich finde, das ist gerade Heiko hat so viele Leute, die ihn gerade nur wegen Las Chaos folgen. Ich finde, er ist das den Leuten schon schuldig, denen zu sagen, Leute, passt auf, also, ne? Und die werden mich jetzt wieder deabonnieren und Ja, disliken. genau, dürfen sie auch. Für Können sie das gerne machen. Video, das ist Ja. aber, ich kann mir nicht einen Server runterladen, Leute. Es ist wirklich so, ich kann mir keinen Server runterladen. Und ich habe die Probleme wirklich seit 6 Jahren nie gehabt, oder 7 Jahren nicht immer. Ja, nee, du, das ist wahr. Vor Das allen Dingen, ist wenn du lange, mal, lange her, ne? ne, meine Firewall, die sagt schon mal, sogar wenn ich ein Steam-Spiel runterlade, sagt meine Firewall schon mal, oh, wirklich runterladen, dann denke ich immer, ja, eigentlich schon. Aber Trojaner, No. jo, das ist Also natürlich. wie ihr sagt, Leute, ihr könnt es ausprobieren. Ladet euch den Server runter, wenn ihr das wollt. Ja. Probiert selber aus. Aber Aber tut es nicht. ich sage lieber Nein. No-Go. Tut es nicht. Ganz ehrlich, Und ich sage euch, tut es nicht. egal ob ich dann morgen oder morgen Abend 100 Dislikes habe und 100 Ja. Deabonnenten, Nee, das ich ist stehe da eine. voll dahinter. Heiko, ich stehe voll dahinter dir, wirklich. Ihr könnt auch gerne, ich lasse euch auch gerne meinen Screenshot von meinem Schutzverlauf hier, lasse ich euch gerne Ja, in den Kommentaren, da könnt ihr euch gerne angucken, auch als Beweis. Definitiv, da könnt ihr auch sehen, welcher nette Trojaner das ist. Deswegen, also, das ist auch nicht aus dem, dass wir jetzt ihr wisst genau, wir wollen keinem Las Chaos nee, Server was, wir sind also wir immer, ne, stellen immer neutral, jeden ne? schönen Server vor, Eben, wir haben uns so gefreut, aber Leute, spielen ganz alles Server. ehrlich. Geht gar nicht. Aber heute, ja, das war nicht gut. Das war Nö. diesmal nicht gut. Und diesmal ist es wirklich was Negatives, was ich über Las Chaos sagen muss. Tut mir Ja. leid, ist einfach Nee. so. Ja. Und ja, was soll Wie ich gesagt, sagen? guckt in den Kommentar. Ich lasse euch Ja, das Bild da genau. drin. Und so. Und gut ist. Genau. Also wir Gut. sind auch durch damit jetzt. Ja, ich Ne? würde sagen, wir hören auf. Wir schneiden Genau. das Video und laden es morgen runter, morgen früh. Also hoch, meine ich. Und Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß und es gibt genug andere nette Server, deswegen, also tut mir leid, also wir sind nur mal die Letzten, die sowas machen, aber das ist schon aber was ich sagen muss, wir brauchen für trotzdem euch. für Freitag einen neuen Ja. Plan. Und wie gesagt, das war jetzt für euch tatsächlich, ne, Leute, Ja. ganz ehrlich. Und So. wir hauen uns raus und Genau, tschüss. wir sind weg. Bye. Tschüss.